liebe Freunde von Pathfinder Kingmaker, hier sind wir zurück in unserem Spiel um unsere kleine Baronie. Und wir haben als letztes den verlassenen Turm der Zwerge erforscht. Und wir das jetzt auch fortsetzen. Wir hatten zuletzt die grausigen Spinnen hier besiegt. Wir haben unseren Stufenaufstieg gemacht und jetzt wollen wir herausfinden. Genau. Herausfinden, was es hier jetzt auf sich hat. Diesen Geschehen jetzt denn hier. Was hat er denn noch? Ach, der hat noch ein Schild des Glaubens laufen. So, wenn wir hier irgendwas zu entdecken haben, würde ich mal sagen, Lindsay macht mal ein Lied des Erfolgs. Vielleicht können wir hier irgendwas finden. Hm. Ach, hier ist was. Was ist das? Oh! Vor langer Zeit hatte ein Wachturm den Wald überragt, um bei Tag und Nacht vor nahenden Feinden zu warnen. Inzwischen waren die uralten Steine brüchig und moosbewachsen. Wenn's Krieger wachten, ist nur noch Vögel. Das Erdgeschoss war längst geplündert worden, aber in den Überresten des Obergeschosses standen noch immer einige Möbel. Ein verrotteter Tisch. Ein wackeliger Stuhl und eine kleine, robuste Truhe. Leider waren die Treppen nach oben schon vor Jahren eingestürzt. Harren ging langsam um den Turm herum und strich mit seinen Fingern über die Risse im Stein. Ich mag solche Orte. Friedlich, ruhig. Hier denkt man unweigerlich daran, was uns alle früher oder später erwartet. Ja, das Ende ist nah, genau. Mit diesen Worten setzte er sich hin und gab sich ganz seiner Bewunderung für die Ruinen hin. Ekun untersuchte das Obergeschoss. Hinaufklettern ist unmöglich, aber riskant. Die Steine mit Kanten. Die Steine könnten bröckeln. Wieso ziehen wir sie nicht mit einem Seil nach unten? Hier hat einer ins Buch gekritzelt. Wir können es mit Athletik machen. Kundayo kann das ja eigentlich, denke ich. Athletikwurf erfolgreich. Oha. Hätte einen, ja. War jetzt auch nicht so schwierig, aber man weiß ja nie. Kundayo klettert geschickt an den Stein hinauf, obwohl diese unter seinen Füßen bröckelten. Oben angekommen, entdeckte er einen Raum, der von Jahrhunderten offensichtlich ein Wohnzimmer gewesen war. Sogar die Reste einer verfaulten Bodenmatte waren noch zu erkennen. Die Truhe war schwer, aber Ekundayo musste sich nicht sonderlich anstrengen, um sie über die Kante zu stoßen. Als die Truhe mit einem lauten Knall auf dem Steinboden aufschlug, stieg eine gewaltige Staubwolke auf. Das Holz war nach den Jahren im Licht der Sonne und im Regen nachgedunkelt. Die metallenen Beschläge waren rostig und die dekorativen Verzierungen auf dem Deckel kaum noch zu erkennen. Die Truhe selbst war jedoch genauso robust und sicher, wie an dem Tag, an dem sie ein unbekannter Zwergenmeister gebaut hatte. Natürlich war sie immer noch verschlossen. Das können wir jetzt Wahrnehmung. Das müsste eigentlich klappen. Wir haben in den Ruinen nach einem Schlüssel gesucht. Oha. Was ist denn hier los? Wir haben plötzlich Glück. Okay, wir haben auch noch das Lied eben aktiviert. Vielleicht hat das auch nochmal geholfen. Schwierigkeitsgrad war 25. Das war okay. Wir haben eine 30 gewürfelt. 180 Erfahrung. Überraschenderweise war die Suche von Erfolg gekrönt. Wir entdeckten den Schlüssel in einer kleinen, mit Geröll bedeckten Nische. Trotz seines Alters war das Zwergenschloss noch funktionstüchtig. Nach einer Drehung des Schlüssels sprang der Deckel der Truhe quietschend auf. In ihrem Innern fanden wir die einfachen Habseligkeiten eines Zwergenkriegers, der einst in diesem Turm stationiert war. Neben einer Kettenrüstung deckten wir einen Helm, einen Schild und eine Axt. Außerdem ein paar abgetragene Reisestiefel, einen Metallkrug von der Größe eines kleinen Eimers, eine Flöte und einen vollen Beutel Tabak, der sich über die Jahre in Stein verwandelt hatte. Und da war da noch ein eigenartiger Gegenstand, ein komplexes Zahnrad aus rotem Metall. Ist das die Truhe? Ey. Der rote Zahnring, das ist der letzte, der uns fehlt. Oh, eine Brustplatte. Plus 2. Ein normaler, schwerer Schild. Eine zweihändige Axt. Okay. Trollschnitter. Ui, was haben wir denn da bekommen? Und eine rußgeschwärzte Schürze. Dieser Gegenstand gehörte einem Zwerg der alten Zeit. Experte für Antiquitäten für den sicher. Oh, interessant. Da können wir ordentlich Geld für kriegen. Wenn wir das mal jetzt so rein wirtschaftlich betrachten.
Gibt es hier denn sonst noch irgendwas? Hm. Oh! Der Hund. Der Hund hat die beste Wahrnehmung. Na gut, er hat ihn ja schnüffelt. Er hat ja auch eine riesige Nase, muss man sagen. Die ist größer als Harim. Oh, da haben wir noch einen Torgang bekommen. Sehr schön, wir werden reich. Was haben wir denn da bekommen jetzt? Herrgott. Neben diesen grauseligen Riesenspinnenbein, die wir kochen sollen. Hallo? Eine Brustplatte plus 2. Ein Trollschnitter. Zweihändige Axt. 3 bis 19 Schaden. Plus 1d6 Säureschaden zusätzlich. Das heißt, die kann zwischen 1 und 6 zusätzlichen Säureschaden verursachen. Damit dürfte jeder Troll im Grunde ein Riesenproblem mit uns kriegen, wenn wir das Ding benutzen. Nice. Hm. Und das ist Knete hier. Okay. Interessant. Dann haben wir hier noch einen Falkata und eine schwere Armbrust als Beute. Die hatte ich unten gefunden. Ich bin nämlich mit Linze hier nochmal rumgelaufen und habe die Beutepäckchen abgesucht. Weil nachdem ich sie aufgestiegen ist, dachte ich, hat sie eine bessere Wahrnehmung und kann vielleicht hier nochmal ein paar Sachen finden. Und da haben wir noch eine Truhe gefunden, aber eine schwere Armbrust. Die kann sie natürlich nicht benutzen, aber entweder kann man sie verkaufen oder vielleicht kann man die sogar Jubilost geben, weil ich glaube, der hatte eine schwere Armbrust, wenn ich mich nicht alles täuscht. Vielleicht ist die ja besser. Das kann man verkaufen, kann man eh nicht gebrauchen. Hier haben wir nochmal was gekriegt. Ah. Hat man das gelesen? Vergilbtes Pergament. Was? Auf das uralte Pergament wurden von einer schwachen Hand Worte gekritzelt, von der Zeit verfärbt und kaum noch leserlich. Jeden Morgen wache ich als 20 Jahre alter Knabe auf. Es ist der beste Morgen meines Lebens, denn heute übernehme ich erstmals den Posten im Wachturm über der großen Schildstraße. Jeden Morgen öffne ich meine Augen und sehe den Turm in Ruinen. Entsetzt packe ich mit meinen knorrigen Fingern meinen grauen Bart und begreife langsam, dass es keine Schildstraße mehr gibt. Und das schon seit so vielen Jahren, dass ich sie nicht mehr zählen kann. Ich muss nun älter sein, als der gebrechliche Gaugen es war, als er gestorben ist und mich alleine gelassen hat. Der gnadenlose Zahn der Zeit hat sowohl die Steine des Turms als auch mein Fleisch und meinen Verstand verschlitten. Die heilige Statue Thorax ist das Einzige, was nicht einmal die Zeit anzurühren wagt. Ich erinnere mich, dass es meine Pflicht ist, etwas zu bewachen, was in der Statue verborgen ist, doch ich erinnere mich nicht mehr, was genau ich bewache. Der Schlüssel, den ich um meinen Hals trage, das goldene Zahnrad der Langebuchs, ist so schwer wie ein Amboss. Wo ist das weiße Zahnrad der Voradash? Ich erinnere mich nicht. Was ist mit dem roten Zahnrad des Gergiergewebes geschehen, als ein Hüter Gaugen starb? Ich weiß es nicht. Hm, das haben wir jetzt gefunden. Jeden Morgen gehe ich durch die Gegend und suche nach anderen Lebewesen. Ich habe seit Jahren niemanden mehr gesehen. Weder Händler noch Banditen. Manchmal spielt mein Verstand mir einen Streich und erinnere mich daran, erst gestern mit einem Jäger oder einem Späher gesprochen zu haben. Doch diese Erinnerungen sind zu vage, um wahr zu sein. Mein schwacher Verstand unterhält sich wohl einfach selbst durch Illusionen. Ich warte schon zu lange auf den Tag, in dem Zwerge zurückkehren und die Straße wieder aufbauen. Nun bezweifle ich, dass es in dieser Welt überhaupt noch Verwandte von mir gibt. Oder dass überhaupt noch irgendjemand am Leben ist. Vielleicht hat irgendeine unvorstellbare Seuche jedes lebende Seele in Golarion dahingerafft, mit Ausnahme von mir. Ja, eines Tages, wenn man in diese Gegend zurückkehrt und dies liest, erinnert euch an unseren Namen. Dieser Turm wurde 4241 von Zwergen des Clans Voradash, Skjerge und Langebuck errichtet. Er wurde 4499 aufgegeben. Wir, die letzten Schilde, wurden zurückgelassen, um ewig Wache zu halten, zum Ruhme Thorax und des Volks der Zwerge. Unsere Namen waren Graugen, Skjerge und Varg, Langebuck. Es war unsere freie Entscheidung und wir bereuen nichts. Erinnert euch an uns. Jetzt wissen wir also, was es auch mit diesem Ring dann auf sich hat. Dann haben wir alle gefunden. Hm. Okay.
Sonst ist hier nichts mehr, ne? So, ja. Traurig, aber wahr. Der letzte Rest der einst stolzen Zwerge ist im Grunde nur noch diese Statue des Gottes, der sich scheinbar auch verlassen hat. Das kennen wir schon. Das auch? Er spuckt schon wieder, das alte Ferkel. Ekun senkt seinen Kopf und flüstert vor der Statue ein kurzes Gebet. Drei Zahnräder in den Mechanismus einlegen. Du hast alle drei Zahnräder, bist dir aber nicht sicher, wie sie in den Mechanismus eingelegt werden müssen. Vielleicht enthalten die Arkanenzeichen in seinem Inneren ja einen Hinweis. Ja, gut, drei Zahnräder, aber steht natürlich nirgendwo, wie man die einlegt. Harim, was ist das Problem? Harim nimmt die Murren die Zahnräder ab und legt sie in den Mechanismus ein. Das muss dahin, das andere hier, ist das nicht offensichtlich? Ja, klar. Ja, du bist ein Zwerg, du kannst das interpretieren oder lesen. Deshalb ist es gut, dass wir ihn mitgenommen haben. Du drehst die Zahnräder und hörst in der Statue ein leises Rumpeln und dann ein lautes Klicken. Die Platte öffnet sich und gibt darin die enthaltenen Schätze frei. Interesting. So, die drei Zahnräder sind weg. Wir haben 240 Erfahrungen bekommen. Und Mignac sagt, interesting. War das alles? Da bin ich mal gespannt, was da jetzt drin ist. Oha. Eine Ritterrüstung. Nicht identifiziert. Geld. Natürlich, Gold. Zwerge. Ein Gürtel. Und Zwiebelsuppe. Okay, die Zwerge wussten auch zu leben. Nicht nur Gold war ihnen wichtig, sondern auch gute Essrezepte wie Zwiebelsuppe. Das finde ich gut. Okay, was zu essen, was zum Bezahlen. Gute Sache. Zwiebelsuppe. Okay, die wollen wir direkt mal... Was braucht man dafür? Mehl, Zwiebeln, Käse. Hey. Cool, die können wir benutzen. So. Was ist denn das Zeug jetzt? Ich muss das hier mal neu sortieren. Das ist unübersichtlich. Vom Neuesten. So, wir haben jetzt bekommen einen Gürtel des perfekten Körpers. Was? Dieser Gürtel gewährt seinem Träger einen Verbesserungsbonus von 2 auf Stärke, 2 Geschicklichkeit und 2 auf Konstitution. Wow. 4000 Gold wert. Plus 2 auf Stärke, Geschicklichkeit und Konstitution. Hm. Seht ihr den Stärke? Okay. Das brauchst du auch. Geschicklichkeit und Konstitution. Das würde bei ihm bedeuten, er hatte damit 81 Trefferpunkte. Das ändert natürlich auch die Rüstungsklasse. Wegen Stärke und so. Und auch den Schaden. Durch die Geschicklichkeit. Das ist natürlich eine so geile Sache. Aber vielleicht können die anderen Kollegen auch gebrauchen. Valerie hat ja auch die Konstitution. Er hat noch keinen Gürtel. Sie kann keinen tragen. Außer Geschicklichkeit ist eh das Beste für sie. Der Hund kann keinen tragen. Tut mir leid, Hund. Er hat auch einen Konstitutionsgürtel. Er braucht aber nicht unbedingt Stärke. Konstitution, ja, damit hat er mehr Lebenspunkte. Das ist natürlich schon richtig. Geschicklichkeit braucht er eigentlich auch nicht wirklich. Das wäre nicht wirklich. Ihr braucht eher mehr Schutz. Ihr könntet diese Ritterrüstung tragen. Damit hätte er eine Rüstungsklasse mehr. Ohne einen Nachteil. Interessante Sachen haben wir gefunden. Was haben wir? Valerie hat einen Plattenpanzer. Die hat eine Rüstungsklasse von 9. Das könnte sie auch tragen. Dann hätte sie 10.
Das würde nichts verbessern. Die Brustplatte ist auch eine mittelschwere Rüstung. Ja. Wir hätten zwar einen höheren Rüstungsmalus, aber dafür auch zwei zusätzliche Stufen in der Rüstungsklasse. Dafür etwas weniger Geschicklichkeit. Harim, bei dem würde die Brustplatte nichts bringen. Er hat eine Rüstung, die einen Wert von 9. Gleiche wie Valerie. So, da Valerie unser Haupttank ist, würde ich ihr die Ritterrüstung plus 1 geben. Man hätte sogar so einen Bonus, weil sie kriegt 1 Maximalgeschicklichkeit dazu. Klonk. Jo. Und wenn ich ihr jetzt den Gürtel des perfekten Körpers gebe, dann hat sie 30 und auch noch mehr Schaden. Und 95 Trefferpunkte. Die kriegst du da nicht mehr so schnell tot. Ah ne, hat sie vorher auch. Okay, die hat ja den Konstitutionsgürtel. Aber sie macht dann auch mehr Schaden. Finden sie sich dann wert, ja. Plus 1 auf jeden Fall. Und hat eine Rüstung von Klasse von 30. Das haut schon rein, Jungs. Das haut rein. Okay, hat auch Konstitution. Ja, Lindsay hat am wenigsten, aber der kann man dieses Ding nicht abgeben. Sie braucht das. Wir könnten das Micknack noch geben. Oder Ekundayo. Er hat 67 Trefferpunkte, er hat 74. Er hat seinen auch Konstitutionsgürtel, ist also gehüpft wie gesprungen. Dann geben wir das Ikun. Dann hat er 74. Auch gut. Auch gut. So, jetzt haben wir eine Brustplatte plus 2 übrig. Damit könnten wir Micknack natürlich ausstatten. Zaubern brauchen wir eh nicht, ist wurscht. Geschicklichkeit. Wir können es mal ausprobieren. Das ist zu schwer. Also ist ja nicht für schwere Rüstungen, sondern nur für mittelschwere ausgerüstet. So, dann hat er jetzt 22. Das bringt 2 volle Punkte. Beim Schaden macht sie jetzt keinen Malus. Bewegung auch nicht. Er hat keinen Geschicklichkeitsmalus bekommen oder sowas. Angriff ist 9 bis 4 mit dem Bogen. Mit dem Schwert 7 bis 12. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Klar, er hat jetzt, muss jetzt ein bisschen mehr schleppen. Aber es müsste gehen. Das müsste gehen. Damit hat er jetzt auch ein bisschen mehr Rüstung. Wunderbar. Dann könnte man Miri die Fellrüstung geben. Damit hat sie keinerlei Nachteile. Gut, er hat einen minus 2 Rüstungsmalus statt minus 1. Geschicklichkeit bleibt gleich. Und mal gucken, vielleicht kriegt sie noch eine Rüstungsklasse dazu, ohne dass irgendwas darunter leidet. 23 und 20.
Bewegungsrate ändert sich allerdings. Hm. Das ist Mist. Das ist eine leichte und das ist eine mittelschwere Rüstung. Schade, da kann ich ihr leider nichts geben, um das zu verbessern. Na gut. Dann ist das so. Umhänge haben wir alle. Was ist mit dem Trollschnitter? Der macht auch nochmal mehr Schaden als dieser Zerquetscher. Sogar kritischer Schaden mal 3. Und wir haben natürlich die plus 1 Verbesserung mit der Säure. Das ist ein Hiebschaden. Das andere ist Wucht. 2d8, 1d12. Hm. Oho. Guck dir. Oi. Da sieht man die Säure prickeln, dass sie das in der Hand halten kann und das alles wegbrizelt. Okay. Jetzt macht sie 2 mehr Schaden als mit dem Schwert. Wo sie da eigentlich noch ein, als Bastardschwert einen Bonus drauf hat. Und die Angriffswürfe sind plus 1. Und sie kriegt nochmal zusätzlich natürlich den Säureschaden dazu. Damit ist sie jetzt noch zerstörerischer. Also nehmt euch für Amirin acht. Das ist jetzt kritisch mit ihr. Eieieiei. Was habe ich hier noch für ein Zeug alles? Ey, mein Gott, ich habe schon wieder Krempel dabei. Wir sind wahrscheinlich wieder heillos. Na, geht noch. Überladen. Natürlich haben wir jetzt einige interessante Sachen gefunden. Uiuiui. Ja, leichte Wunden rein. Ist ein bisschen Pillepalle, ne? Die machen so wenig Heilung letztendlich. Das können wir eigentlich schon fast nicht mehr. Also wenn du hier so bei 80, 90 Lebenspunkte bist und die geben dir 6, 7 zurück, bringt das eigentlich fast nichts mehr. Eigentlich kann man die leichten wunderheilenden Dinge alle wegtun und nur noch die mittleren nehmen. Minimum. Damit es überhaupt was bringt. Aber gut, wir haben so viel von dem Zeug, was soll's. Gut. Also wir sind jetzt insgesamt stärker geworden und besser gepanzert. Allesamt. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Micknack ist jetzt besser noch auf hier mit seinen Waffen. Natürlich hat er durch den Schild hier nochmal mehr, aber er hat mehr Panzer. Valerie ist besser gepanzert. Amiri kann jetzt fester zuhauen. Er braucht dringend nochmal eine andere Waffe. Die ist einfach zu popelig. Da müssen wir irgendwann noch was zu tun. Okay, dafür hat er neue Zauber gekriegt. Dann Valerie, unser Tank hier. Jo, das. Das ist nochmal spannend. Dann hat sich das ja hier. Was ist da noch? In due time. Hat sich ja das ja gelohnt hier. Das hat man noch. Ja, da war noch dieser blöde Kupferring. Ist hier denn noch irgendwas? Hm? Zeig dir den Laden. Adventures call to them. And so they walked on. Hier sind 2 Sachen, die der anzeigt. Ist hier noch irgendwo Gemüse oder was? Hm. Was ist hier unten irgendwas? Hab ich hier irgendwas übersehen? Hier ist noch was. Hä? Right. Wo ist das denn? Hä? Das ist echt schade, dass man hier das Bild nicht drehen kann.
just letting the ink dry. Hä? What troubles you? Anything is possible. I'm by your side. I wrote it like I saw it. And Lindsay was called forth. Hm. Just letting the ink dry. This way. Kommt man denn da hin? Adventures call to them. Also da ist zwar irgendwas, aber das ist da unten. Ah, da hat die Optik jetzt. Oh! Da wäre sie fast vom Blitz zerschlagen. Jetzt habe ich aber auch erschrocken. Die Wettereffekte sind schon cool hier. Yes, das ganze Bild wackelt sogar. Also das hat mich schon geil gemacht hier. Auch wenn es nicht die hypermodernste, supergeilste 3D-Grafik hier so ist, aber die haben schon gut was hier rausgeholt. Holla, der Waldfee. Ist ja blind. Ich hoffe, sie läuft jetzt nicht noch irgendeinen plötzlich herbeigezauberten Gicht. Ja, sie ist leider auch nicht die schnellste. Boah, was ist denn hier los, ey? Was ist denn das da noch? Da sind wir vorbeigelatscht hier auf der Straße, ne? Also hier gibt es noch so... War da noch was drin? Guck mal, das ganze Bild wackelt hier, wenn der Blitz einschlägt. Ist ja lustig, ist ja witzig. Komm, Haring, geh nochmal in die Ruine. Du hast ja auch eine gute Sicht. Ist hier noch irgendwas? Ist hier noch, haben wir noch was drin gelassen? Ach, den Schilder, ja, okay. Das ist auch ganz normaler. Okay. Ich dachte schon, da haben wir vielleicht noch irgendwas. Ja, manchmal sieht man es ja. Oder wir haben es. Wir haben keinen erfolgreichen Wahrnehmungswurf gehabt. Konnten es dann nicht sehen. So, Lindsay, lauf! Gut, mitten durch den Regen. Ja, du Arme, tut mir auch leid. Das ist eben die Strafe, dass du mir die Knete geklaut hast. Ach, guck mal an, da kriegen wir noch einen Turok-Anhänger. Das sind nochmal mindestens 400 Gold. So. Was hat das denn mit diesem riesigen Baum eigentlich auf sich? Gar nichts, ne? So, dann haben wir hier im Grunde alles gemacht, was es auf der Karte gab. Vielleicht gehen wir nochmal zu diesem Baum. Wir müssen ja hier Holz, nicht Harim alleine. Ugh. Alle Charaktere. So, jetzt bewegt euch, Kinder. Auf geht's. So, jetzt laufen die alle hier lang. Okay. Oh, Haring ist aber verdammt schnell. Was ist mit dem passiert? Patience. Läuft nicht so schnell hier. Also mit dem Baum können wir echt nichts anderes machen. Ne? Hm. Okay, kein Schatz. Sind wir jetzt alle vollständig? Lindsay kommt noch. Ach, guck mal, jetzt kann sie rennen. Ach, guck mal an. Na gut, dann haben wir es auf der Karte geschafft. Gibt es so anscheinend nichts mehr. Puh. Okay. Dann können wir das Gebiet ja verlassen. Und weiterreisen. So. Entschuldigung, gibt es hier noch irgendwas, was wir vielleicht übersehen haben? Also alles Klimbim. Das ist zu schwer zu mitnehmen. Das lohnt sich eigentlich überhaupt nicht mehr. Irgendwann muss man sich halt entscheiden, ob es sich noch lohnt, den ganzen Kram mitzunehmen. Diese Fälle bringen nur 10 Gold, ist auch Pillepalle, dafür wiegen die zu viel. Ja, für 2 Gold. Und jetzt war's, dann können wir gehen. So. Gut, dann haben wir diese Ruine auch aufgeklärt. Und nochmal über das Schicksal der Zwerge hier erfahren. Wir haben 4710. Dieser Turm ist also schon lange, lange, lange verlassen. Huh. Interessant. Interessant. So. Dann können wir uns eigentlich hier mit den restlichen Karten beschäftigen. Und da würde ich mal sagen, wir reisen hier zur Sumpfhexe. Und da können wir unseren Kram verkaufen. Dort rasten.
Und dann gucken, ob wir hier in der Richtung hier weitermachen. Monsterbau und Trolllichtung. Oder direkt hier in diese alte Zwergenfestung ziehen. Zwungspuren nachgehen. Also das ist alles in dieser Trollgeschichte. Klingt auch nicht gut. Das gehört aber anscheinend nicht zu diesen Quests hier, weil hier ist, das ist alles diese Skunk River Geschichte. Da müssten wir auch noch hin. Und hier haben wir noch das Dorf der Echsenmenschen. Das ist eine andere Quest. Das ist die Quest mit den Trollen. Die sind auch mit Ausrufezeichen versehen. Beziehungsweise das hier nicht. Das ist natürlich was anderes, obwohl... Ne, das ist mit der komischen Nymphe. Aber ich würde trotzdem zur Sumpfhexe erstmal ziehen, weil da können wir uns ein bisschen erleichtern. Also. Und dann Baum gehen natürlich, aber wir können unseren Kram verkaufen, den wir hier so mitschleppen. Resting would be nice, don't you think? Machen wir jetzt auch, machen wir jetzt auch. Keine Angst, Lindsay. Du kannst gleich nochmal lecker kochen für uns alle. Wenn wir das überleben. So. Von wo sind wir jetzt hier gekommen? Von oben. Ach nee, danke. Jetzt können wir nochmal komplett durchlatschen. Dann gehen wir hier zur Sumpfhexe. Also mit denen lege ich mich jetzt hier trotzdem nicht an, den Eulenbären, die hier oben noch sind. Also wozu? Das bringt nichts für die Geschichte hier und für ein bisschen XP meine ganze Gruppe hier nochmal kaputt zu machen. Nee. Wir gehen erstmal hier und so. Bin so weit gelaufen. Hier müsste ja auch alles befriedet sein, ne? Komm, wir reden nochmal mit der reizenden alten Zausel, die uns bestimmt freundlich begrüßt. Ihr schon wieder? Ich würde euch ja einen Tee anbieten, aber ich habe keinen. Wie wäre stattdessen mit einem Todeskappen-Tinktur? Ist gut für die Gesundheit. Ja, für immer wahrscheinlich. Ach, das habe ich noch gar nicht erzählt mit den Münzen. Ich hörte, was im Dorf passiert ist, habe das Monster schlagen und eine verfluchte Seele erlöst. So, mal so einfach mal. Sie hört sich deine Geschichte an und nickt. Ah, so ist das alles passiert. Eine unheimliche Sache, dieser Fluch und all das. Es klingt wie ein Märchen, aber andererseits, das Dorf ist weg. Und, wer trägt die Schuld dran? Was meint ihr? Oh, eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, wer letztendlich die Schuld am Ganzen ist. Was denkt ihr? Die alte Frau beginnt zu lächeln und schüttelt den Kopf. Jetzt erinnert sie dich nicht mehr. Erinnert sie dich mehr denn je an ein Feenwesen aus dem Wald? Es steht mir nicht zu, über Leute zu urteilen. Das können nur die Götter. Für sie ist es einfach, denn sie wissen alles. Auch die jungen Leute können urteilen. Und für sie ist es noch einfacher, denn sie wissen gar nichts. Und ich? Ich bewahre mir einfach meine Erinnerungen. Okay, interessant. Also ganz eindeutig ist es immer noch nicht, was hier eigentlich passiert ist, ne? Aber gut, das will man auf keinen Fall verkaufen hier. Gut, unser Quetscher können wir im Grunde hier verkaufen. Den brauchen wir nicht mehr wirklich. Warum sollen wir den mitschleppen? Den kannst du auf jeden Fall haben hier. So. Das auch. Das auch. Und Walkfell. So, dann haben wir schon mal ein bisschen weniger Gewicht. Hier so ein komisches Schwert kann sie auch haben. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. So, ich hoffe, die hat überhaupt so viel Gold in ihrer Bude drin. Das können wir auch verkaufen. Troll und Fell. So, das bringt in der Stadt 30, wenn ich nicht irre, oder? Naja, gucken wir mal. Hart können wir. Ja, gut, das bringt eh nichts hier. Großartig. So, das war's, was wir hier so jetzt andrehen können oder wollen. Den Rüstungen, okay.
Plattenpanzer schwer, ne? Gut, den können wir verkaufen. Das behalten wir alles. Das ist für den Antiquitätentypen. Ah, gut, das da kriegen wir eh nichts für. Das ist auch für den Antiquitätentypen. Und das kann sie auch haben. Einige Keule. Ja, weg damit. So. Auf Wiedersehen. So, jetzt haben wir das Zeug auf jeden Fall los. Gut, haben wir hier noch irgendwas kaufen, was wir damit anfangen können. Ja. Können noch mal schwere Wunden heilen. Das kann man auch noch mal mitnehmen. Sonst hat sie jetzt gar nicht so viel, was ich gebrauchen kann, glaube ich. Das haben wir eigentlich auch als Zauber. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Das ist zu teuer. Okay, dann machen wir das so. Gut. Dann wollen wir mal hier ein Lager aufschlagen. Weil wir sind ja ziemlich sicher, wenn hier was passieren sollte, dann hilft uns die Hexe nämlich. Also das kann man sich immer gut merken, wenn man mal Pause machen will, der Ort hier. Der ist echt sicher. So, man kann Amiri hier auf die Jagd gehen. Wir brauchen Ikonen eigentlich nicht für die Lager. Aber wir können hier einen anderen Bonus mal machen. Das bringt die Zwiebelsuppe. Es gibt plus eins auf Rettungswürfe. Ah, okay. Und dann kann ich hier beim Kochen helfen, oder? Hm, gucken wir mal. Valerie macht wieder einen Rüstungsbonus. Okay. Gucken wir mal. So, dann müssen wir auch neue Zauber lernen. Die können so schöne Blumen giftig sein. Danke für die Warnung. Ja, Kundajo kennt sich halt aus als Waldläufer. Guck mal, die zwei, ach, das wird auch so abgebildet, ne? Die zwei sind am Kochen. Das ist ja witzig. Gar nicht, dass das Programm so genau ist, was das angeht. Nice, okay. Hm. Interessant. Da kochen die genau die richtigen beiden. Okay. Gut. Ja, dann haben wir in dieser Folge das Geheimnis des Zwergentums gelöst. Echt eine bunte Truppe. Den möchte ich auch nicht auf der Straße begegnen. Guck mal, diese Trollschnitter-Ding jetzt aussieht hier hinten bei Amiri hinten. Dass sie da alles so schleppen kann. Na gut, das ist eine Barbarin. Sie ist ein kräftiges Mädchen. So, im Grunde könnte sie gut auf dem Hund reiten, glaube ich. Naja, dann schauen wir mal in der nächsten Folge, wie es ja so weitergeht und was die nächste Karte für uns für Quälereien bereithält hier bei Pathfinder Kingmaker. Bis bald und bye bye. Das Ende ist nah. Ja, Harim.